Kollegen Herr Dr. Depper und Herrn Krüger gehört. Damit möchte ich den Punkt 2 verlassen und den Punkt 3, die aktuellen Stunde zum Thema Baukultur in Dresden einreiche, ist die Fraktion Freie Wähler, die zunächst starten würde, und dann in der Fraktionsrunde beginnen wir mit der Linksfraktion und damit ringfrei. Bitte schön, Herr Nitsche. Muss ich auf Play drücken? Nee, gut, alles klar. So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuhörer, Zuschauer. Gestaltung, Architektur und Stadtplanung, das sind Themen, die die Dresdner bewegen, die in Dresden immer für sehr intensive und große Diskussionen sorgen. Nur in wenigen Städten Deutschlands gibt es bei Planungen, bei Neubauvorhaben, Renovierungen und Umbauten solch tiefgreifende Diskussionen. Es gibt in Dresden einen regionalen Radiosender, der sagt, wir lieben Dresden, und ich glaube, er hat recht. Und an dem, was man liebt, an dem, was man hängt, da hängt man ganz besonders dran. Und dann gibt es bei Gestaltung, bei Gliederung von Gebäuden und Plätzen in der Regel auch große Diskussionen um Höhe, um Maßstab, um Proportion. Wir alle können uns noch an die Diskussion um das Neubauvorhaben eines Verwaltungsgebäudes am Ferdinandplatz erinnern. Und in den Diskussionen ist es häufig egal, ob es dabei um ein neu gebautes Einfamilienhaus, ein Einkaufszentrum oder einen Wohnblock geht. Meine Damen und Herren, es erscheint vielen in diesen Diskussionen, man wolle das Rad immer wieder neu erfinden. Ich glaube, es ist nicht der Fall, dass man es neu erfinden will. Vielmehr wird die Stadt bei vielen Dingen Spielfeld von demjenigen, der einen eigenen Gestaltungswillen hat. Spielfeld des Gestaltungswillens von Stadtplanern und von Architekten. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob es genau das ist, was wir für unser Dresden wollen. Ich möchte das bezweifeln. Wir Dresdner überlegen dann bei jedem Bauprojekt erneut, welches Erscheinungsbild uns gut gefällt. Passt der Entwurf? Passt er sich der Umgebungsbebauung an? Berücksichtigt er den Ort und die Besonderheiten? Ist er funktional oder und erfüllt nur einen Zweck? Oder ist er nachhaltig und langlebig? Diese Diskussion zu den Grundsätzen der Stadtgestaltung findet immer wieder aufs Neue statt. Dabei gibt es eine nicht einfache, aber zumindest vereinfachende Lösung, und zwar grundlegende Richtlinien und Empfehlungen zur Stadtgestaltung. Diese könnten sinnvoll und diese könnten hilfreich sein. Und sie könnten viel Zeit und viel Geld sparen. Sie könnten den Planern gleichzeitig dazu dienen, zielgerichtete Vorschläge zu erarbeiten, Vorschläge, die genau in unser Stadtbild passen. Dabei geht es nicht darum, den Planern Fesseln anzulegen, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen und Empfehlungen zu erarbeiten. Und eben diese sollen dann absichern, dass nicht nur der Architekt sich bei dem Entwurf wohlfühlt, sondern später auch die Dresdner und später auch die Gäste. Denn wir dürfen, manchmal auch müssen, mit den umgesetzten Entwürfen dann Jahre, Jahrzehnte lang leben. Der Stadtrat hat im vergangenen Jahr genau das dem Oberbürgermeister in Auftrag gegeben. Leider gibt es bis zum heutigen Tag noch keine Aussagen dazu. Manch einem scheint dann, unser Baubürgermeister ist ein Ankündigungsbürgermeister. Wir wollen, dass dieser gute Beschluss des Stadtrates aus dem vergangenen Jahr endlich und schnell umgesetzt wird. Wir wissen alle, es stehen gerade sehr viele Planungen auf der Tagesordnung, und daher ist es sinnvoll und notwendig, dem Auftrag des Stadtrates nachzukommen. Das möglichst schnell. Und so bekommen alle Beteiligten mehr Planungssicherheit. Das könnte man auch einwenden, es gibt eine Gestaltungskommission, aber durch die Arbeit der Gestaltungskommission ist es eher zu Verzögerungen gekommen. Wesentliches hat sich dadurch noch nicht verbessert. Wir benötigen möglichst schnell die eben genannten Empfehlungen für Gestaltung, Architektur und für Stadtplanung. Damit die Dresdner
und die Gäste der Dresdner dann später nicht erschrecken, wenn ein Gerüst abgebaut wird oder vielleicht fragen, wann denn die endgültige Fassade an ein bestimmtes Bauwerk kommt. Wir benötigen sie auch, damit sich die Stadtverwaltung daran halten kann, bei Schulen, bei Turnhallen, bei Verwaltungsbauten. So kann die Stadt baukulturelle Leitbilder schaffen. Diese Leitbilder sichern im Idealfall den Erhalt regionaler Vielfalt, örtlicher Wiedererkennbarkeit und gemeinsamer Werte. Meine Damen und Herren, bei der Erarbeitung einer solchen Vorlage sind auch die Dresdner mit einzubeziehen, denn wir Dresdner müssen auf Jahre, Jahrzehnte, manchmal auch auf Jahrhunderte, wenn nachhaltig gebaut wird, mit eben der Architektur, die gebaut wird, leben. Meine Damen und Herren, Dresden ist wohl der schönste Kranstandort Deutschlands. Und wir haben in den nächsten Jahren die Möglichkeit, diese Stadt weiter zu gestalten. Und deswegen, Herr Bürgermeister, lassen Sie uns gemeinsam entscheiden, wie wir Dresden in Zukunft durch Baukultur prägen wollen. Beim Hochhausleitbild ist schon der erste richtige Schritt getan, aber auch da kann man in die Empfehlungen hineinschauen und schauen, was da steht. Da steht zum Beispiel die Folgerung, Dresden ist nicht auf Hochhäuser angewiesen, um sich quantitativ zu entwickeln. Was kann man denen, die ein solches Papier entwickeln und erarbeiten, noch mitgeben? Wir wollen eine lebenswerte Stadt der Zukunft. Wir brauchen eine Baukultur, die sich auf die Umgebung ebenso wie auf die Lage im Elbtal einlässt und auf vorhandene Gebäude. Wir brauchen eine Baukultur, die sich auf die Nutzer und die Bewohner einlässt, denn erfolgreiche Architektur ist nicht nur jene, in der sich Menschen innen drin wohlfühlen, sondern sie sollten auch mit dem jeweiligen Erscheinungsbild sich identifizieren. Ein gut gebautes, solides Haus unterliegt buchhalterisch den jeweiligen Marktschwankungen, aber als Gebrauchswert widersteht es Krisen. Davon zeugen die Villen und die Mietshäuser des 19. Jahrhunderts. Gute Proportionen und subtile Harmonie kosten nicht unbedingt viel Geld, sondern Wissen, Sorgfalt, Arbeit und Geschmack. Und eben darauf, auf Sorgfalt und Geschmack und auf das Wissen, sollte man bei der Erarbeitung dieser Richtlinien Wert legen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein bisschen bedauerlich, dass mein Vorredner gar nicht darauf eingegangen ist, was eigentlich Baukultur in Dresden ausmacht. Warum ist denn Dresden eine architektonisch herausragende Stadt, eine wunderbare Anlage, sowohl von Einzelgebäuden als auch in der gesamten Stadtanlage? Es bedurfte ja in Dresden eigentlich jahrhundertelang keiner aktuellen Stunde Baukultur. Es war immer Baukultur ein hoch umstrittenes, ein hoch umrungenes Gebiet. Und so ist es auch noch heute. Es ging los im Barock mit Namen wie Chiaveri, wie George Bär und Knöffel. George Bär und Chiaveri, die sich widersprachen. Chiaveri hat gesagt, eine steinerne Kuppel hat auf der Frauenkirche keine Chance, standsicher zu sein. Schon damals widersprachen sich die Experten von Stadt und Land hier in der Stadt, wie es heute noch manchmal so ist. Es ging weiter. Dresden hat im 19. Jahrhundert eine eigene Architekturschule herbeigebracht, die Semper-Nikolai-Schule, die diese Stadt unter Umständen in den Vorstädten viel mehr geprägt hat als der vielbeschworene Barock. Später dann der große Schlag gegen die Baukultur in Dresden, der gar nicht von Bauleuten ausgeübt ist, sondern ganz klar macht, etwas, was die Baukultur, was die Städte am meisten gefährdet, ist nicht schlechtes Bauen, ist nicht der Streit um Stile, sondern ist die Frage, wie gehen wir mit Friedenspolitik um? Der deutsche Faschismus mit seinem Krieg hat diese Stadt so sehr zerstört wie nichts anderes, hat Aufbauleistung von Generationen zerstört, unwiederbringlich. Daraufhin die Leistung der Aufbaugenerationen und schwierigen Bedingungen der DDR, die auch dann in der Ostmoderne im Prinzip auf den Weltstandort aufgeschlossen haben, zum Beispiel mit dem Kulturpalast, mit der Wohnbebauung, die heute in Dresden das Rückgrat des sozial erschwinglichen Wohnungsbaus betrifft. Wir sind anschließend dann nach 1989 dann in die Investorenarchitektur gekommen. Es hat eine Renaissance der Rekonstruktion gegeben, dass eben viel, was liebgewonnen gewesen ist, was auf Bildern überliefert ist, wieder aufgebaut worden ist, wie am Neumarkt. Etwas, was auch sehr stark angenommen wird
Aber machen wir uns nichts vor, auch vor 89 ist schon unter den sozialistischen Bedingungen nicht nur niedergerissen worden, sondern da ist fleißig rekonstruiert worden. Wir sehen das Schloss, was schon im Prinzip vor der Wende angefangen worden ist, die Semperoper, eins der ersten Gebäude im Prinzip im Historismus, die rekonstruiert worden sind, damals gegen jede moderne Architektenschule, auch unter Wiederbelebung von historischen Handwerkstechniken. Wir sehen, Dresden hat in der, im Wiederaufbau und auch im Blick nach vorne sehr viel bewegt. Rot-Rot-Grün hat ganz entscheidend in den letzten 5 Jahren dazu beigetragen, dass die Baukultur vom Laissez-faire des Investoren hin zu einer Steuerung gekommen ist. Wir haben die Gestaltungskommission ins Leben gerufen. Ja, sie ist mühsam, aber sie ist ein Instrument, was wirkt. Wir haben Gestaltungs- und Erhaltungssatzung erlassen, auch auf Initiative der Grünen hin, zum Beispiel in Blasewitz. Wir haben dafür gesorgt, dass in Friedrichstadt die schon unter Schwarz-Gelb damals beschlossene Gestaltungssatzung mal wirksam geworden ist, die nämlich von der Verwaltung niemals veröffentlicht worden ist, sondern dem damaligen Bürgermeister. Das hat im Bauausschuss damals einen riesen Krach gegeben, als das rausgekommen ist. Aber wir haben diese Dinge jetzt. Und wir sind auch mit Investoren im Gespräch, selbstverständlich. Denn Investoren, die fliehen nicht, wenn Regeln herrschen, die für alle gelten. Sie fliehen oder sie haben Schwierigkeiten, wenn eine Verwaltung nicht weiß, was sie will, wenn eine Bürgerschaft nicht weiß, was sie will. Und mit klaren Regeln bekommen wir natürlich auch Investoren, die sagen, sagt uns, was ihr wollt und wir bauen euch das, wenn es finanzierbar ist. Das ist wunderbar, dass sie sich die Menschen mit dieser Stadt identifizieren. Wir haben gewisse Probleme damit, dass wir teilweise Fachexperten in den Arm fallen müssen. Stichwort Lenné-Platz, dort war ein Hochhaus geplant, was zu nah an den großen Garten, an die Bürgerwiese herangerückt ist. Das hat der Stadtrat im Prinzip erkannt und korrigiert. Heute kommen uns die Experten des Hochhausleitbildes zu Hilfe und sagen uns eben, nein, es soll in Dresden aufgrund der Proportionen, die es in der Stadt vorherrschen, sind keine Hochhausscheiben geben. Dort sollte erstmalig eine geplant werden. Der Stadtrat hat das verändert. Wir waren hier schlauer als die Wettbewerbsbeteiligten. Wir waren auch klüger als Stadtrat, was das Hochhaus am Ferdinandplatz betraf. Es hätte eben in der Stadt die Frauenkirche, eines der bedeutendsten Bauwerke Dresdens, verdeckt. Das Landesamt für Denkmalpflege hat das dann auch so gesehen. Also auch hier sind wir im Prinzip etwas schlauer als die Jury gewesen. Wo müssen wir also hin? Baukultur in Dresden braucht in Zukunft sowohl Aufgeschlossenheit für gutes Neues und Ehrfurcht vor den Leistungen der Vergangenheit. Außerdem Sensibilität für die Verletztheit der Stadt und die schmerzlichen, überall sichtbaren Brüche aus dem letzten Jahrhundert. Solange sich die Dresdner und Dresdner weiter mit Leidenschaft und Begeisterung für Architektur und Stadtentwicklung einsetzen, wird Dresden auch in Zukunft Maßstäbe setzen und seinem Ruf als Elbflorenz gerecht werden. So wollen wir weitermachen. Eigentlich wird die Baukultur nicht in so einer Debattenrunde gestützt, sie wird in Jurys gestützt, sie wird an Bauplänen gestützt, sie wird daran gestützt, dass sich Menschen aus der Gesellschaft einbringen, seien es die Verfechter der Ostmoderne, seien es die Menschen von der Gesellschaft Historischer Neumarkt. Was schön wäre im Prinzip eine gewisse Entideologisierung der Baukultur. Es müsste eigentlich sein, nicht Leute, die im Prinzip nur ihre Moderne oder nur ihren Historismus vor sich hertragen, sondern die wie Musiker an ein Werk von Bach genau mit der gleichen Ehrfurcht herangehen wie eins von Stravinsky, etwa wie Wolfgang Hentsch das getan hat, der sowohl in der Rekonstruktion als auch in der Moderne Bleibendes in der Stadt geleistet hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen zur SPD-Fraktion, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Baukultur ist eine Daueraufgabe für uns als Stadtrat, aber insbesondere auch für die Stadtverwaltung. Und es wurde gerade schon erwähnt, Grüne, Linke und SPD haben in der letzten Legislatur einen entsprechenden Antrag auch geschrieben, der Stadtverwaltung da tatsächlich einen sehr klaren Auftrag auch gegeben, solche Grundsätze weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch notwendig. Und diese Daueraufgabe muss natürlich durch die Verwaltung jetzt erbracht werden, da müssen wir tatsächlich auch vorankommen. Aber natürlich sind auch wir als Stadtrat weiterhin in der Pflicht. Und wir haben ja durchaus entsprechende Instrumente. Die Gestaltungskommission wurde heute hier schon erwähnt. Das ist eine tolle Möglichkeit, konkret an einzelnen Vorhaben wirklich auch gute Verbesserungen zu erreichen. Dort wird auch immer sehr, sehr intensiv diskutiert. Was das eigentlich Bedauerliche ist,
Die Freien Wähler habe ich dazu bei den letzten Terminen immer vergeblich gesucht. Dort gibt es ganz konkret die Möglichkeit, Projekte voranzubringen. Bisher war ihr Sitz meistens frei. Wenn sich das in Zukunft ändert, würde mich das sehr, sehr freuen. Aber ich glaube tatsächlich, das Thema braucht auch die Wertschätzung des kompletten Stadtrats, damit wir dort inhaltlich auch wirklich vorankommen. Und es geht ja tatsächlich eben nicht nur darum, eine konkrete Fassadengestaltung immer zu bewerten. Es geht da nicht um modern und historisch. Ich glaube, das ist viel zu verkürzt. Es geht, glaube ich, darum, dass wir eine Proportionalität herstellen. Wie fassen sich Gebäude in einen gegebenen Stadtraum ein? Wie ist die Kubatur ausgestaltet? Welche Dachgestalt wählen wir? Welche Farbgebung? Das sind alles Aspekte, die muss man immer zusammen diskutieren. Und ich glaube, was in Dresden immer zentral ist, auch mit der entsprechenden Baugeschichte, ist die Frage, was ist gerade hier in der Umgebung? Und was war hier früher? Und sich damit auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist das, was wir auch Investoren auch immer vermitteln müssen. Wenn sie in diese Stadt kommen, dass es tatsächlich ein Prozess ist. Ein Prozess, den man mit der Verwaltung führen muss, mit dem Stadtrat, aber eben auch mit der Bürgerschaft im Umfeld. Ich glaube, wenn uns das gelingt, können wir da tatsächlich auch insgesamt zu besseren Lösungen kommen. Und es gibt ja durchaus auch gute Prozesse. Das Hochhausleitbild wurde heute schon angesprochen. Das ist tatsächlich mal ein Prozess, wo man Schritt für Schritt zusammen mit der Bürgerschaft, die sich sehr, sehr rege beteiligt, wirklich jetzt aus meiner Sicht zumindest erstmal zu einem recht guten Zwischenergebnis auch gekommen ist. Und ich glaube, das weiter fortzuführen, wäre zentral. Wir haben aber natürlich auch die schlechten Beispiele. Wir haben gerade eine aktuelle Diskussion mit einem Abriss eines Gründerzeit oder einer gründerzeitlichen Villenarchitektur in Dresden-Trachau auf der Wildermannstraße 44, wo in so einem Quartier ein einzelnes Gebäude abgerissen werden sollen. Das geht aus unserer Sicht nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch als Stadtrat entsprechend klar machen, dass wir da andere Interessen auch verfolgen. Und das erfordert natürlich den Mut aller Beteiligten. Das erfordert den Mut, Investoreninteressen manchmal auch zu widersprechen und klar zu sagen, nein, das geht so nicht. Das erfordert den Mut des Stadtrats, Grundsätze aufzustellen, diese Grundsätze auch durchzuhalten, auch am einzelnen konkreten Fall, auch wenn man als Stadtrat natürlich von vielen Seiten dann angesprochen wird. Und es erfordert natürlich auch den Mut, die Stadtgesellschaft in ihrer Breite auch wirklich zu beteiligen. Wenn wir das hinbekommen, sind wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Schritt weiter. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, baukulturell ist unsere Stadt eine Stadt voller Schätze und einiger Sünden. Schätze, die übrigens zu allen Zeiten entstanden sind. Das Historische mögen wir ja alle sehr gern und freuen uns, dass auch vieles wiederkommt. Aber auch zu DDR-Zeiten sind tolle Sachen entstanden, wenn ich so an das Rundkino mit seiner Architektur zum Beispiel denke. Und ich finde auch, weil es gerade in der Dia-Projektion dahinter mir war, auch den Uferpalast als Kino, was dann nach der Wende entstanden ist, sehr gut. Ich will eins sagen, ich finde es unfassbar schade und das ist auch etwas, was mich bewegt, dass weitere solche mutige moderne Architektur in Dresden offenbar kaum eine Chance hat. Das ist eine der großen Baustellen baukulturell, dass wir nicht in der Lage sind, auch wirklich mal modern zu denken, auch der jungen Generation die Chance zu geben, dass sie ihre eigene Handschrift auch in der Gestaltung, im Design der Stadt irgendwann mal wiederfindet. Wir sind dort irgendwie ganz ängstlich, dass hier viel gelobte Hochhaus-Leitbild finde ich gar nicht so gut. Ich finde, das atmet wieder mal diese typisch dresdnerische Hochhausphobie, wo man überhaupt nicht in der Lage ist, auch mal neu zu denken. Und genau die Diskussion um das Rathaus, was wir hier bauen werden um die Ecke, finde ich ganz, ganz unangenehm, weil das wäre mal eine Chance gewesen, hier mitten in der Stadt auch anspruchsvollste moderne Architektur zuzulassen und sie zu realisieren. Alle Städte, die momentan so als hip gelten oder wo sich was entwickelt, haben alle, auch in historischen Kernen natürlich, haben oftmals auch die Architektur der letzten Jahrzehnte, aber sie bekennen sich auch in bestimmten Bereichen zu mutiger moderner Architektur und das ist das ganz im Ernst. Das fehlt mir in Dresden. Nicht an der Frauenkirche, ganz klar, aber es muss Bereiche geben. Und wir haben ja noch hier viele Flächen, die sich vielleicht entwickeln könnten, wo sowas mal möglich ist. Und ich wünschte uns da mehr Mut und vielleicht auch die Stimme der jüngeren Generation, der jungen Architekten beispielsweise, auch bei diesem Thema mal lauter, weil da könnten wir noch was tun. Sünden sind zu aller Zeit entstanden, ganz genauso. Das wissen wir in den 90er Jahren mehr als heute. Ist zumindest so mein Eindruck, ist vielleicht Situationsnachwende bedingt gewesen, dass wir 90er Jahren, Anfang 2000er Jahre oftmals
auch noch den Sieg des Profanen hier erlebt haben und wir an vielen Stellen Häuser, Gebäude sehen, die, denke ich, aus heutiger Sicht, wo Geschmäcker ändern sich ja, wahrscheinlich keinen so langen Bestand haben werden. Inzwischen ist das anders, weil ich nehme zumindest wahr, dass wir besser, Geschmackssache immer, schöner, anspruchsvoller bauen. Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass wir uns als Bürgerschaft emanzipiert haben. Es gibt halt viele Akteure auch im Bereich Baukultur, die eine wesentliche Rolle in dieser Stadt spielen. Gesellschaft Historischer Neumarkt an erster Stelle genannt, aber es sind auch andere Initiativen, wenn ich Kollegen Löser hier sehe. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass damals der Abriss der Häuser auf der Rostaler Straße gelingen kann. Da haben sie mich sehr beeindruckt und ich finde das auch gut, dass, weil sie damals gezeigt haben, dass man tatsächlich auch dadurch, dass man sich wert was erreichen kann. Das, was jetzt entstanden ist, ist wertvoll. Es ist gut, dass diese Häuser da sind. Das aktuelle Projekt, was Sie am Wilden Mann Trachau haben, ist auch ein ähnliches. Ich glaube schon, die Bürgerschaft ist insgesamt dort wehrhafter geworden und lässt doch nicht einfach zu. Wir haben auf der anderen Seite aber eben nicht nur Immobilienhaie, sondern wir haben auch Investoren, Bauherren mittlerweile. Ich glaube, im Ausschuss fiel mal das Wort, schade, dass sie jetzt erst kommen. Aber jetzt haben wir ganz viele, die diese Stadt doch sehr verantwortungsbewusst mitgestalten und die durchaus auch sehen, dass es hier nicht darum geht, einfach mal einen Block hochzuziehen, sondern die sich auf die Einwände, auf das, was wir uns als Stadtrat zum Beispiel fordern, auch einlassen. Es gibt viele Akteure in Dresden, die dort eine wesentlich eine sehr positive Rolle spielen. Baywoba, USD, Vira, kennen Sie alle. Auch Akteure wie Wiesner und das Narrenhäusel. Das sind halt ganz gute Entwicklungen, die wir heute haben. Vielleicht war jetzt die Zeit dafür reif, die wir in den 90er Jahren manchmal so noch nicht hatten. Was sehe ich für Herausforderungen? Ich sehe natürlich Herausforderungen auch in einer starken Investorenfreundlichkeit. Und dazu gehört das, ich habe es gerade gesagt, ewige Gequatsche von einer bestimmten Seite hier, dass jeder, der hier was tut, ein Immobilienhai ist, eben nicht dazu. Sondern wir müssen froh sein, wenn wir Menschen haben, die bereit sind, hier zu investieren. Die allermeisten tun viel Gutes damit und lassen sich auf uns ein. Und diesen Investoren gebührt auch unser Dank, meine Damen und Herren. Und den Brücken zu bauen und denen auch möglichst mit wenig Bürokratie und wenig Gängelei zu begegnen, ist ganz wichtig. Regeln ja, aber sie dürfen nur ein Rahmen sein. Wenn wir anfangen, den Leuten wie beim Narrenhäusel ihre Investitionen zu vermiesen und immer schwerer zu machen, dann ist das natürlich der falsche Weg. Über moderne Architektur habe ich gesprochen. Ein letzter Punkt sei mir noch gesagt. Was mich besonders freut, ist, dass unsere Einstellung zur sogenannten Ostmoderne, zur Architektur aus DDR-Zeiten sich geändert hat. Wir sehen das bei der sehr erfolgreichen Rekonstruierung des Kulturpalastes. Vor 10 Jahren wollte man ganz viele in dieser Stadt ihn abreißen. Zum Glück ist es nicht passiert. Wir sehen es beim Fernsehturm und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie unterstützen unsere Initiative zum Erhalt der Herkuleskeule. Das können wir nicht machen. Wir können die nicht abreißen, meine Damen und Herren. Das ist einer der wenigen Zeugen auch ostdeutscher Baukultur. Die Menschen damals in den 50er und 60er Jahren haben sich bei ihrer städtebaulichen Gestaltung auch etwas gedacht. Und das einfach so wegzuwischen, meine Damen und Herren, ich glaube, das wäre ein grober Fehler. Und ich weiß, dass heute die Pusteblumenbrunnen von Leonie Würth auf der Prager Straße alle erhalten geblieben wären und nicht nur so schamhaft zurückgebaut. Da hätte man die erhalten und diese komischen Brunnen auf dem Altmarkt nicht gebaut, die es dort jetzt gibt. Alle sind froh über das, was am Kulturpalast geschehen ist. Aber dazu gehört eben auch, dass wir diese Reife zeigen bei anderen Projekten. Und deswegen werbe ich schon heute für unseren Antrag, den Sie dann beim nächsten Mal hier entscheiden müssen, die Herkuleskeule zu erhalten und dort was Vernünftiges mitzumachen, ja, lieber Kollege Löser. Sie sehe ich dort als Verbündeten. Danke. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Gut, schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich freue mich sehr über diese Debatte zur Baukultur, auch über die Ernsthaftigkeit. Das ist doch sehr erfreulich. Baukultur ist ein großes Thema in Dresden, es wurde gesagt. Ich will aber den Blick nochmal erweitern, nicht nur in Dresden, auch in ganz Deutschland diskutiert man über Bausünden und Baukultur. In Dresden diskutiert man sicher besonders entschieden, sagen wir es mal so. Wenn wir uns fragen, was wir die letzten Jahre gemacht haben, es ist vieles schon genannt worden. Ich will aber auch nochmal hervorheben, der Gestaltungsbeirat, weil so ein bisschen auch in der Rede schwang, da würden Projekte aufgehalten und verhindert. Ich sehe das nicht so. Wir haben bei den Projekten, die wir dort besprochen haben, zu 80% aus meiner Sicht eine wirklich wesentliche Verbesserung erreicht. Das ist auch die Meinung all derer, die dort waren. Ich habe mal den Bericht oder die Tagesordnung der letzten Gestaltungskommission, die lag nämlich auf meinem Nachbarplatz von den Freien Bürgern, da war niemand mitgebracht, würde das euch dann auch gern geben. Denn es ist genau wichtig, Freie Wähler, ja, dass ihr dort mit dabei seid und mit diskutiert, weil ansonsten macht ihr sozusagen eine Debatte zur Baukultur, aber bringt euch inhaltlich nicht ein. Das ist schade. Das Zentrum für Baukultur in Dresden ist geschaffen worden im Kulturpalast. Das ist eine sehr wichtige Einrichtung. Das Land wird das auch weiter unterstützen. Es ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil es ganz Wichtiges tut, unter anderem für die Vermittlung von Baukultur, weil ich glaube, das war in Dresden ein Problem, was lange Zeit nicht bearbeitet wurde. Ich will aber auch nochmal sagen, weil das auch politisch immer ein Konflikt war, die letzten Jahrzehnte könnte man schon sagen, wir haben ja unter RGR dafür gekämpft, dass es viele Wettbewerbsverfahren gibt. Das haben wir nicht gemacht, um Investoren zu ärgern, sondern wir haben es gemacht und wir werden heute vielleicht noch sprechen über die Hafen City, um zu qualifizieren. Und wir haben das erreicht. Wir haben an der Hafen City aus meiner Sicht über einen städtebaulichen, über Architekturwettbewerbe Qualifizierung erreicht. Und das ist das, was immer dahinter stand. Ich will benennen Kunst am Bau. Auch das ist ein Thema in dieser Stadt, was wir angeschoben haben, was bei einigen Schulgebäuden, auch Kita-Gebäuden mittlerweile zielt. Ich finde, wir sollten das weiter ausbauen. Wir haben da großes Potenzial. Wir haben auch eine Vorbildwirkung mit eigenen Gebäuden. Ich will mal hinweisen auf ein paar Schulen, die wir gebaut haben, wo ich glaube, dass es ganz gut ist. Das ist zum Beispiel Tolkewitz. Das ist auch die neue Entwicklung in Pieschen mit der Gehestraße. Wir haben an der Hauptstraße einen ganz modernen Kindergarten mit diesem tollen Gründach, der so schräg da hochgeht, in diesem Hochhausensemble. Auch das ist bemerkenswert. Denn die Stadt und auch der Freistaat haben natürlich eine Vorbildfunktion. Und wir haben, es ist angesprochen worden, beauftragt vor einem Jahr diese Grundsätze der Stadtgestaltung. Auch ich denke, dass es wichtig ist, dass wir hier sehr schnell in die Diskussion kommen. Ich will mal einen Schritt zurückgehen und fragen, was verstehen wir eigentlich unter Baukultur? Denn es ist mehr als die Qualität von Fassaden, das ist es auch. Aber es geht auch um die Frage der sozusagen Beteiligung. Wenn Sie mal schauen, Bundesstiftung Baukultur, gibt es viele Kriterien, da gehört Beteiligung dazu. Und wir haben einen großen Wettbewerb jetzt am Königsufer mit einer für Dresden einmalig guten Beteiligung. Ist die Frage der Vermittlung von Baukultur an Kinder und Jugendliche. Aber auch die Frage, wenn Sie zur Baumesse gehen heute, in Dresden findet sie ja statt, mit welchen Baustoffen bauen wir denn in Zukunft? Und da ist ein ganz großer Punkt, da geht es um Holzbauweise. Da ist die Frage, wie kriegen wir denn PV-Anlagen, Dachbegrünung, auch Fassadenbegrünung baukulturell gelöst? Das ist nicht so einfach. Und wir haben, und das will ich nochmal sagen, natürlich in Dresden sehr viele verschiedene Beispiele. Vorhin ist ein Ablauf gemacht worden von Gebäuden. Ich will das jetzt nochmal ein bisschen differenzieren aus meiner Sicht, weil ich zeigen will, es gibt in Dresden durchaus gute Sachen. Vor allen Dingen will ich mal loben, die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt und andere Genossenschaften machen tolle Projekte, zum Beispiel das. Das ist von Zander Architekten gerade fertiggestellt, finde ich interessant. Dieses wurde vorhin gezeigt, ich will es mal bewerten, das ist ein Backsteinbau mit einer schönen Gliederung, auch die WGJ. Wir haben hier auch die WGJ so ein bisschen, das ist hier fast Innsbrucks, goldene Dachel da oben, ne? Aber ein interessanter Bau mit Satteldach. Wir haben das, hier haben wir lange gekämpft, auch in den Runden am Körnerplatz neben der Bismarck-Villa, wo jetzt dieses Gebäude entsteht. Wir haben das von Wohnungsgenossenschaften, mal eine andere Gestaltung von Balkon, das sind hier diese Melodien. Wir haben auch das, auch WGJ in der Nähe vom Fetscherplatz, Backstein in Verbindung mit Putz, eine schöne Gliederung. Gurtung. Wir haben aber auch diese Beispiele und das ist genau das, glaube ich, was uns aufstößt. Das sind Klötzer, die in die Landschaft kommen, ohne irgendeine Dachlandschaft mit relativ einfallslosen Nichtgliederungen. Wir haben vor allen Dingen diese komischen Abfolgen von Gebäuden, mal ein Würfel, dann hinten ein schönes Haus, dann zwischendurch irgendwie amerikanisch sonst was. Das hier, Monotonie, sozusagen Wiederholung von Baublöcken, großes Problem. Auch das gehört zur Baukultur. Wie gestalten wir eigentlich unsere Einfahrten, Gärten, sonst was? Und sowas ist
unattraktiv. Ich will zum Schluss auf dieses Haus noch kommen. Es ist schon angesprochen worden in Trachau. Ein Haus ungefähr 1900, schlichter Jugendstil, einem Gründerzeitviertel. Es soll abgebrochen werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir verhindern sollten als Stadtrat. Dieses Gebäude ist noch bewohnt. 3 Wohnungen sind bewohnt. Das Dach ist drauf. Wir haben in Dresden ganz andere Gebäude saniert in den 90er, auch danach Jahren. Ich würde Sie bitten, dass Sie diese Initiative auch unterstützen. Ich habe einen Brief verfasst an die beiden Herren aus Reutlingen. Ich würde dann hier rumgehen und noch ein bisschen um Unterstützung werben. Wir müssen, glaube ich, verhindern, dass dieses Gebäude abgerissen wird. Aus 6 Wohnungen will man sozusagen 10 machen, ne? Und das Haus funktioniert. Es ist ein Eckhaus, es ist ortstypisch eigentlich. Und wir sollten als Stadtrat mit aller Macht sagen, dass wir das nicht wollen. Es muss saniert werden. Es gibt Dresdner Bauträger, die haben ein Angebot gemacht, die sanieren das auch. Für einen vernünftigen Preis, und das sollten wir tun. Vielen Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes ist die CDU-Fraktion an der Reihe und die hat ihr Rederecht an Herrn Furkert, unseren Landeskonservator, abgetreten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, für mich ist es ein Novum, hier mal vom Stadtrat als Ganzes zu sprechen. Ich muss mich auch entschuldigen schon vorab, wenn es ein bisschen holpert. Ich habe mein Manuskript stark zusammengestrichen, weil mir die Bedeutung der 5-Minuten-Uhr nicht ganz so bewusst war. Das gestehe ich gern zu. Ich bin sehr erfreut, dass Sie das Thema Baukultur als Stadtrat auf die Tagesordnung genommen haben und offenbar auch regelmäßig nehmen. Ich bin in den städtischen Dingen, obwohl ich auch Dresdner bin, nicht nur vertraut. Meine Aufgabe ist jetzt als Landeskonservator, sich um die Denkmalpflege in ganz Sachsen zu kümmern. Und vor dem Hintergrund spreche ich natürlich heute auch etwas denkmalpflegelastig, vermute ich. Aber ich habe auch lange als Architekt gearbeitet und die Architektenkammer Sachsen vertreten, als Präsident und unter anderem als Vorstand der Stiftung Sächsische Architekten, die der Träger des Zentrums für Baukultur ist, unweit hier im Kulturpalast unten in der Ecke an der Galeriestraße, was schon mehrfach angesprochen wurde, worüber ich mich sehr freue. Ich will mal 2 Thesen in den Raum stellen und die eine heißt, Bauen ist immer weiterbauen und die zweite heißt, Bauen ist unmittelbarer Ausdruck der Zeit. Das sind sicher Gemeinplätze, kann man sagen, aber sie begleiten uns, glaube ich, auch gerade in dieser Stadt sehr. Wenn ich kurz zurückschauen darf, man hat immer viel über Enteignung gesprochen nach dem Zweiten Weltkrieg und meint die Bodenreform, aber man darf nicht vergessen, dass auch in den Städten auf Basis des Aufbaugesetzes ganz viel enteignet wurde. Die ganze Entrümmerung flächig dieser Stadt und nicht nur Dresdens, auch andere Städte im Osten gehen damit einher und haben erst diesen neuen Städtebau in dieser Dimension ermöglicht. Das unterscheidet uns sehr stark von Städten in den alten Bundesländern, wenn man an Nürnberg denkt, was auch modern aufgebaut wurde im Stile der 50er Jahre, aber auf der historischen Parzellenstruktur. Die ist kleinräumiger, aber oftmals skurril, wenn Sie Neubauten dann mit schrägen Ecken und so weiter sehen. Es hat insgesamt diesen Abriss komplett der bürgerlichen Bebauung eigentlich im Zentrum nach dem Krieg gegeben. Und es sind verschieden, neben großen Lücken, zum Beispiel in den Seevorstädten, natürlich auch gelungene Beispiele entstanden in der Innenstadt, wie der Altmarkt. Über den historischen Teil wird heute niemand wahrscheinlich mehr abfällig sprechen. Und es gibt auch Ensemble wie den Neustädter Markt, die Hauptstraße, in Kombination von Sanierung und Neubau auf der Neustädter Seite. Und es hat spät nochmal die Sprengung gegeben, damals nicht mehr baubedingt, sondern ideologisch bedingt. Dresden, Sophienkirche 63, Paulinerkirche Leipzig 68, alles bekannt. Damit also die Beseitigung des Bürgerlichen im Zentrum. Immer gedacht vor dem Hintergrund, was ist auch nach 1990 bei uns dann wieder passiert, wie bauen wir wieder auf, wie bauen wir weiter. Die Frauenkirche hat als Mahnmal überlebt, das darf man nicht vergessen, trickreich. Hans Nadler, einer meiner Vorvorgänger im Amt, hat den Erhalt der Ruine als Mahnmal initiiert, aber sie ist uns erhalten geblieben und sie hat diesen Wiederaufbau ermöglicht. Große Objekte wurden auch zu DDR-Zeiten saniert, nicht nur touristisch und nach Westen geblickt, glaube ich, sondern sie waren auch Ausdruck des kulturellen Willens. Und ich habe mich sehr gefreut, als der Bundestagspräsident Schäuble jetzt zur Eröffnung der Neuen Meister im Schauspielhaus gesagt hat, dass die Eröffnung jetzt letztes Wochenende wichtig war. Aber es war nicht die wichtigste. Als wichtigste hat er die 1956 nach dem Krieg bezeichnet, weil die den Wiederaufbauwillen gezeigt hat, dass man die Kultur wieder sehen wollte und die Bilder waren zurück aus der Sowjetunion. Wolfgang Hähnlich ist angesprochen worden, der Wiederaufbau der Oper und dann der Beginn des Schlosses, die sind auch wegweisend, glaube ich, für die
Wiedergewinnung des Stadtzentrums in Dresden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch damals bereits bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement durch verschiedene AGs und IGs, also Arbeitsgemeinschaften und Interessengemeinschaften, die Erhaltung und Sicherung historischer Bauten, wie beispielsweise in der Inneren Neustadt, IG Innere Neustadt oder IG Äußere Neustadt, war ich selbst seit 1989 Mitglied, viel bewirkt haben. Es hat 1990 relativ schnell, da bin ich wieder bei meinem Thema, ein klares Bekenntnis in Sachsen und auch in Dresden zur Denkmalpflege gegeben. Im Januar 1993 wurde das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen durch den Sächsischen Landtag verabschiedet. Und da merke man auf, ohne Gegenstimmen, ohne Enthaltung. Das ist also, ich weiß nicht, ob es noch so ein Gesetz gab, aber das ist bemerkenswert und ist in wesentlichen Grundzügen bis heute unverändert, mal von bestimmten redaktionellen Klarstellungen abgesehen. Und auch die Landeshauptstadt Dresden, damit bin ich gleich zu Ende, hat sich sehr stark zum Denkmalschutz bekannt durch die Einrichtung eines starken Amtes mit dem Stadtkonservator. Ich springe mal noch ein Stückchen schneller weiter, weil ich ganz zum Schluss auch noch was Aktuelles sagen möchte. Jetzt ist mir wieder Zeit gegeben, es war doch eben schon rot. Das bringt mich noch mehr durcheinander. Als wenn ich überziehen würde. Die Finanzierung der Bauten nach der Wende, obwohl ich den Begriff nicht gern benutze. Stadtsanierung hat auch in Dresden gegriffen, aber wir dürfen nicht vergessen, und es ist genannt worden, es ist der Wiederaufbauwillen der eigenen Bevölkerung und der Einsatz der Investoren. Es gibt sicherlich gerade in den 90er Jahren viele Bauwerke, die man noch lange daran erkennen wird, aus welcher Zeit sie kommen. Kleine Fenster, ein Geschoss mehr reingequetscht zwischen Straße und Traufe. Aber ich denke, die Stadt an sich ist ein tolerantes Wesen und das wird auch bestimmte Dinge einfach auf lange Sicht verkraften. Der Neumarkt als Kulisse für die Frauenkirche ist sicherlich wichtig, wird aber auch sicherlich ein singuläres Element im Stadtgrundriss bleiben werden. Es ist gelungen, einige Dinge zu verhindern. Ich bin dann nochmal am Tadikom-Hochhaus nahe der Marienbrücke. Das würde ja wahrscheinlich nach dem Hochhausleitbild auch nicht mehr möglich werden. Und Denkmalschutz soll ausdrücklich keine Strategie der Verhinderung, sondern der Ermöglichung sein. Ich möchte da einen Altvorderen zitieren, Sie werden dann gleich hören, wen. Man muss erhalten und so wenig wie möglich am alten Baubestand ändern, aber man muss auch bereit sein, Baudenkmäler zu ändern, wenn sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Das klingt sicherlich zeitgenössisch, das hat Cornelius Gurlitt 1904 gesagt, der Großvater des Gurlitt, in dessen Münchner Wohnung so viele Bilder gefunden wurden. Der war ja der erste Erfasser hier von Denkmalen in Sachsen. Dresden muss sich weiterentwickeln, damit will ich eigentlich zum Schluss kommen. Unsere Vorfahren haben dies auch getan. August der Starke hat die Idee gehabt, einen Canale Grande zu kopieren, von Pillnitz bis Übiger. Übiger fehlt noch in dieser Perlenkette, das werden wir in den nächsten Jahren hoffentlich erleben, dass sich da etwas entwickelt, also das Schloss, und die Stadt zum Fluss auszurichten. Sein Nachfolger Hans Alwein hat die augusteische Idee mit dem Königsufer weiterentwickelt. Jetzt ist aktuell, das sind die letzten zwei Aspekte, die ich einfließen lassen will, also ich entschuldige mich für das Springen und vieles weglassen. Dresden hat sich das Hochhauskonzept gegeben oder wird es sich geben. Das ist eine Sache, die wir erstmal sehr begrüßen, die begrüßenswert ist, weil es ermöglichen soll, dass man im Einzelfall immer wieder in die gleiche Diskussion verfällt. Ist das hier zulässig? Ist das dort zulässig? Wie hoch ist das zulässig? Wir haben auch in den Stellungnahmen des Landesamtes oft darauf hingewiesen, dass so etwas nötig sein wird. Ich finde aber auch darin die Feststellung wichtig, und die ist heute schon genannt worden, dass Dresden nicht aus Gründen der Fläche Hochhäuser braucht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben da mit einem großen Freiheit im Umgang mit Hochhäusern, mit Hochhausansinnen. Und ich würde auch sagen, die Modernität einer Stadt, sie ist nicht an Hochhäuser gebunden, sondern an andere Architekturen, an andere Elemente in der Stadt. Und auch im Zusammenhang mit dem Ferdinandplatz, der schon zitiert wurde, wo gern das Landesamt auch als Verhinderer des Hochpunktes angesehen wird. Ich denke, die Modernität, die Sie in diesem Haus brauchen für die Verwaltung, die wird sich nicht über einen Hochpunkt realisieren, sondern in flexiblen Grundrissen, vielleicht im Skelettbau, in modernen Innenräumen, im Atrium, in all den Dingen. Ich kenne die Entwürfe nicht, die vorliegen. Das wäre mir wichtig. Und dann möchte ich noch ein letztes Wort sagen zu dem Thema Wildemannstraße, ist auch angeführt worden. Da heißt es ja auch, das kann abgerissen werden, weil es kein Denkmal ist. Es ist kein Denkmalpunkt, das muss man sagen, hat mehrere Feststellungen in den vergangenen Jahren so als Nichtdenkmal überstanden. Und ich glaube, was uns so erzürnt, ist, dass ein bewohntes Haus von mehreren Familien bewohnt, einfach mal so abgerissen werden soll, weil etwas Größeres gebaut werden soll oder etwas wirtschaftlich Verwertbares. Und da bitte ich eigentlich nur darum, dass man den Denkmalschutz nicht immer auch vors Loch schiebt, wenn es mal nicht
passt, in dem Falle mal so rum. Meist wird ja zu strenger Denkmalschutz kritisiert, in dem Falle mal fehlender, sondern das ist eher ein wohnungspolitisches Problem, glaube ich. Damit will ich enden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Burkert. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Aktuelle Stunde zur Baukultur in Dresden hätte mit dem heutigen Termin kaum besser terminiert werden können, denn mit der in Kürze anstehenden Entscheidung zum Königsufer, zum Bau des Narrenhäusels, aber auch zum Bau des Ferdinandplatzes entstehen Bauwerke, die das Stadtbild Dresdens für eine sehr lange Zeit prägen werden. Die Architektur unserer Stadt ist vor allem aufgrund der Bauwerke, welche zu Zeiten August Starken entstanden sind, weltweit bekannt. Bauwerke wie die Frauenkirche, der Zwinger oder auch die Brüche Terrasse verschaffen uns unserer Stadt Jahr für Jahr neue Touristenrekorde und damit auch Einnahmen. Dass sich Dresden jedes Jahr über einen nicht abreißenden Zustrom an Touristen freuen kann, liegt vor allem daran, dass wir zum Beispiel auch mit dem Wiederaufbau des historischen Neumarkts und der Vielzahl anderer historischen Bauwerke immer wieder aufs Neue Anreize für Touristen schaffen, welche deshalb auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal nach Dresden kommen. Wir sollten uns der Bedeutung dieses reichhaltigen historischen Erbes bewusst werden, es pflegen und dem alles Weitere unterordnen. Lasst uns auch weiterhin Anreize schaffen, dass es für Gäste, die Dresden besuchen, immer wieder aufs Neue etwas zu entdecken gibt, welches sich dann in unsere bestehende historische Bausubstanz einführt. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns bewusst machen, dass sich derartige Anreize nicht mit zeitgenössischer Architektur schaffen lassen, die in gleicher Form in jeder größeren Stadt in Europa zu finden ist. Dresden ist kein zeitgenössisches Versuchsfeld und auch keine Stadt der Moderne. Dresden ist Barockstadt. Man wird wohl nur wenige Gäste in Dresden finden, die wegen den Bauwerken der Ostmoderne oder der seelenlosen Architektur am Postplatz die Stadt besuchen. Hier gilt es, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und diese nicht zu wiederholen. Hierbei sind wir vor allem als Stadträte, aber auch die handelnden Akteure im Stadtplanungsamt gefordert. Grundsätzlich sollte es so sein, dass der Stadtrat die Grundlinien der Gestaltung vorgibt und das Stadtplanungsamt hierbei assistiert. Im derzeitigen Selbstverständnis einzelner handelnder Akteure des Stadtplanungsamtes erscheint es häufig aber genau andersrum. Wir sind froh, dass es insbesondere im Bereich der Stadtentwicklung oftmals einen breiten Konsens gibt, der über die politischen Lager hier im Stadtrat hinausgeht. Wenn das Stadtplanungsamt hierbei zukünftig mehr im Sinne der gewählten Vertreter der Dresdner Bürgerschaft agieren würde, käme man gemeinsam zu den Ansprüchen einer Residenzstadt angemessenen architektonischen Qualität. Ich sehe hier im Besonderen die Stadtverwaltung in der Pflicht, den Willen der Bürgerschaft umzusetzen. Umfangreiche Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn der dort geäußerte mehrheitliche Bürgerwille nicht von einer Jury überstimmt, sondern einfach nur realisiert wird. Mit dem Beschluss des Stadtrates, Grundsätze der Stadtgestaltung festzulegen, sind wir zwar einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, jedoch wünsche ich mir, dass die Gestaltungsziele, die dort formuliert sind, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch etwas präzisiert werden könnten. Eine Etablierung eines eigenen Dresdner Architekturstandards wäre hier ein erstrebenswertes Ziel. Wir als AfD befürworten die Rekonstruktion historischer Leitbauten, die als Nukleus für eine attraktive und ästhetisch ansprechende Bauung dienen können. Beispiele hierfür sind das Palais Oppenheim und die Kreuzschule. Das Leitbild einer kompakten europäischen Stadt muss zukünftig auch zu einer Überformung der St. Petersburger Straße und der Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität führen. Städtebau muss nicht nur das konkrete Projekt, sondern auch immer das Große und Ganze im Blick behalten. Wir wollen eine weitere positive Entwicklung für Dresden in den kommenden Jahren. Daher werden wir als AfD-Fraktion den Prozess der Erarbeitung von Grundsätzen für die Dresdner Stadtentwicklung kritisch und konstruktiv begleiten und für unsere Ideen und Vorstellungen konsequent werben. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde zum Thema Baukultur in Dresden der zuständige Beigeordnete, Herr Schmidtle-Montin, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Hilbert, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht erstmal vorweggeschoben, wir haben ja hier eben viele bunte Bilder gesehen und ich kann Ihnen nur beipflichten oder ich kann Ihnen nur sagen, nicht jedes Gebäude, was in Dresden gebaut wird, gefällt mir. Und auch nicht jedes Gebäude, was in Dresden gebaut wird, gefällt dem Stadtplanungsamt. Aber weder das Stadtplanungsamt noch der Baubürgermeister plant diese Gebäude, sondern unser Job ist es, die Planung anderer zu bewerten und die Leute zu beraten. Und dafür gibt es einen gesetzlichen Rahmen. Dieser gesetzliche Rahmen ist durchaus unterschiedlich in unterschiedlichen Teilen der Stadt. Es gibt zum Teil Satzungen, es gibt da vor allem erstmal zwei ganz grundsätzliche
Ausgangslagen. Das ist einmal der Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Da geht es um die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Und wir haben Bauen in Bebauungspläne. Von diesen Bebauungsplänen haben wir noch sehr viele aus den 90er Jahren. Und dort ist das Bauen zulässig, wenn die Vorgaben im Bebauungsplan eingehalten werden. Und innerhalb dieses Rahmens können wir die Bauträger beraten. Wir beraten sie natürlich darüber hinaus, aber da kommt es immer darauf an, ob sie diesen Rat annehmen oder nicht. Und vielleicht ist in dem Zusammenhang auch erwähnenswert, heutzutage sitzen die Investoren in der Regel nicht nur mit ihren Planern an unseren Tischen, sondern auch gleich mit ihren Anwälten. Auf der anderen Seite gibt es eine öffentliche Erwartungshaltung. Es gibt sehr viele hohe Ansprüche und den Wunsch zur Mitsprache und das finde ich ausdrücklich gut und es motiviert mich auch. Auf der anderen Seite gibt es manchmal aber auch die Erwartungshaltung, Paläste zu bauen zu Mietpreisen des sozialen Wohnungsbaus. Und dass das nicht funktioniert, dürfte jedem klar sein. Hier werden immer wieder Gebäude herangezogen, die vor 300, 400 Jahren gebaut wurden. Ja, damals wurden sehr schöne Gebäude gebaut, die bis heute den Glanz der Stadt ausmachen, aber man muss sich auch bewusst werden, dass in diesen Gebäuden in der Regel nicht das viel zitierte Volk gewohnt hat, sondern die oberen 10.000. Derzeit planen wir wieder ein öffentliches Gebäude, hier auf der gegenüberliegenden Seite am Ferdinandplatz. Ein Verwaltungszentrum. Der Sparwille hat uns schon dazu gebracht, das Gebäude kleiner zu bauen und heute reden wir auf Antrag der Fraktion, die die Debatte zur Baukultur angeregt hat, darüber, ob wir das Geld nicht lieber ganz behalten sollten und andere Sachen stecken sollten, also so viel zur Frage des prunkvollen Bauens. Als ich 2015 hierher gekommen bin, bin ich zu einer Zeit gekommen, wo der Wohnungsbau hier bereits boomte. Gleichzeitig wurden vom Stadtrat verschiedene Aufträge an die Verwaltung beschlossen, ein Hochhausleitbild zu erstellen, ein Nachverdichtungskonzept, ein kooperatives Baulandmodell, eine Begrünungssatzung und auch die eben schon angesprochene Gestaltungsrichtlinie. Die im Übrigen, das muss man auch mal dazu sagen, lediglich einen empfehlenden Charakter wird haben können, weil mehr können wir nicht machen im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben. Eigentlich muss man solche konzeptionellen Arbeiten in Niedrigkonjunkturphasen machen und sie in der Schublade haben, wenn die Hochkonjunktur kommt. Hier machen wir es anders, mit viel, viel Arbeitsaufwand, gleicher Personaldecke im Stadtplanungsamt, einer erheblichen Mehrbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, weil ich glaube, den Baudruck, den wir hier in der Stadt erleben, der wirkt sich nicht nur auf Sie aus, wenn Sie sozusagen dort durch die Baustellen fahren, sondern der wirkt sich natürlich auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Planungsbehörden, in der Bauverwaltung aus. Und da möchte ich auch einfach mal wirklich Dank sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trotz dieser erheblichen Belastung immer noch versuchen, das Beste zu geben. Viele Investoren, wenn sie hier in Dresden vorsprechen, sind erstaunt. Erstaunt darüber, dass wir es bis heute schaffen, die gesetzlich vorgegebene Frist von 3 Monaten Genehmigungszeit für Gebäude wirklich auch einzuhalten. Das gelingt kaum noch einer Kommune. Wir schaffen es und das hat auch was mit der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. Wir haben uns in den letzten Jahren viele neue Instrumente gegeben. Wir haben maßgeblich die Debattenkultur in der Stadt gestärkt. Wir haben sehr viele Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht. Das Königsufer wurde gerade schon angesprochen, aber das war ja nur das aufwendigste Verfahren. Wir haben parallel noch sehr, sehr viele andere, kleinere Verfahren gemacht. Wir haben eine Gestaltungskommission und auch da muss man sagen, die Investoren, die Planer, die dorthin kommen, kommen dort freiwillig hin, um mit uns über ihr Gebäude, über ihre Vorhaben zu diskutieren. Also auch da muss man einfach mal Dankeschön sagen und nicht immer nur Vorwürfe machen. Wir machen Wettbewerbe in einem erheblich höheren Maße, als wir es die Jahre davor gemacht haben. Auch das ist eine freiwillige Teilnahme der Bauträgerinnen und Bauträger. Und wir machen sehr, sehr, sehr viele Einzelgespräche, wo wir in die Beratung gehen, zum Teil auch an meinem Tisch. Und das ist, glaube ich, das Höchste, was wir an Arbeitsaufwand überhaupt haben, dort zu versuchen, gemeinsam mit den Planerinnen und Planern, mit Investoren. Und da gibt es solche und solche. Da gibt es welche, die sehr gerne unseren Rat annehmen. Es gibt auch welche, die nicht so gerne unseren Rat annehmen. Auch das gehört dazu, diese Menschen darin zu unterstützen, hier Gebäude zu bauen, aber sie eben halt auch entsprechend baukulturell zu beraten. Herr Engel sagte vorhin den Satz, man muss auch mal den Mut haben, Nein zu sagen. Auch den Mut haben wir manchmal in der Verwaltung. Da wünsche ich mir tatsächlich, dass Sie auch den Mut haben, uns dort zu unterstützen. Wir haben in der Vergangenheit das ein oder andere Mal die Situation erlebt,
dass wir Bauträger versucht haben, dort auch in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln zu lassen und dann der Stadtrat gesagt hat, jetzt reicht's uns, jetzt möchten wir endlich mal, dass gebaut wird. Insofern hoffe ich, dass wir da gemeinsam weiter daran arbeiten, dass die Baukultur in Dresden vorangetrieben wird. Sie können mir glauben, dass die Kolleginnen und Kollegen im Stadtplanungsamt und den anderen Behörden der Bauverwaltung einen sehr hohen Anspruch haben. Manchmal gelingt es, ihn umzusetzen, manchmal gelingt es nicht, was an den gesetzlichen Rahmenbedingungen liegt. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich auch uns sorgfältig damit auseinandersetzen, dass nicht nur das Planen im innerstädtischen Bereich einen baukulturellen Anspruch haben sollte, sondern auch im Rest der Stadt. Insofern hoffe ich, dass wir das gemeinsam weiter stärken. Soweit zum Abschluss der aktuellen Stunde zum Thema Baukultur in Dresden. Wir kommen zur Stunde zum Thema, was macht Dresden Stadtverwaltung bürgerfreundlich? Hier ist die einreichende Fraktion, die SPD-Fraktion, die beginnt. Geschäftsordnung. Was wollen wir denn geschäftsordnen? Ich kann hier nicht. So, jetzt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, nicht zur Geschäftsordnung, aber da ich jetzt persönlich in den Redebeiträgen, die ich übrigens im Konsens sehr gut fand, und nochmal vielen Dank an alle Redner für die gute Debatte und das gute Gespräch. Ich wurde zweimal persönlich angesprochen bezüglich der Teilnahme an der Gestaltungskommission. Und da möchte ich mir folgenden Hinweis erlauben. In der Geschäftsordnung der Gestaltungskommission steht zwar unter Punkt 8 etwas zur Tagungsmethodik und Turnus und auch etwas unter Punkt 9 zur Öffentlichkeit, aber da steht nicht drin, dass man schon 10 Uhr beginnen muss. Und für jemanden, der das im Ehrenamt macht, wäre es von Vorteil, wenn die Gestaltungskommission zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, urzeitlich, sodass man auch denjenigen, die das im Ehrenamt machen, ermöglicht, dass man daran teilnimmt. Soweit nochmal. Nee, jetzt Schluss. Ich gehe jetzt nie in die Debatte rein, soweit nochmal eine persönliche Erklärung. Wir steigen ein.